Ja, einen schönen guten Nachmittag. Schön, dass Sie so lange aushalten und vielen Dank für die Einladung, hier auch was sagen zu dürfen zur europäischen Dimension. Die schlechte Nachricht ist, es gibt definitiv keine europäische MOOC-Strategie, zumindest keine, die mir bekannt wäre. Ja. Es gibt viele, viele Ansätze zu derartigen Strategien. Das hat aus meiner Sicht zwei wesentliche Gründe. Der eine Grund ist der, dass MOOCs noch ein relativ neues Lernmedium sind, wo sehr viel ausprobiert wird. Es ist in einer Experimentierphase, was einfach bedeutet, dass sich dieses Thema wohl noch sehr schlecht eignet, um wirkliche langfristige Strategien damit aufzubauen. Andererseits ist es so, dass im Hochschulkontext, wenn Sie eine MOOC-Strategie entwickeln und etablieren wollen, müssen Sie die irgendwo in einer Hierarchieebene der Strategien einhängen. Ja? Das hieße aus einer Logik heraus, Sie müssten die unter einer E-Learning-Strategie einhängen, die wiederum unter einer Bildungsstrategie einer Hochschule einzuhängen wäre. Die große Frage ist, wie viele E-Learning-Strategien es mittlerweile in österreichischen, deutschen, Schweizer, aber auch in anderen europäischen Hochschulen gibt. Wir hatten im Mai dieses Jahres eine eigene Konferenz zu dem Thema. Es gibt auch da sehr viele gute Ansätze. Vieles davon steht aber nach wie vor leider eben auch nur auf dem Papier. Ich möchte Ihnen aber trotzdem mal kurz zeigen, was es denn alles braucht, um eine MOOC-Strategie zu entwickeln. Und die erste Frage, die in dem Zusammenhang auftritt, ist, wozu, die Frage kam heute ja schon öfter, wozu machen Universitäten, Hochschulen denn überhaupt einen MOOC? Aus meiner Sicht gibt es vier unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist der, ich produziere MOOCs für eine möglichst breite Masse, erfülle damit den Bildungsauftrag im Sinne eines Lifelong Learning. Das ist jetzt nicht der zentrale Auftrag einer Hochschule, aber es ist ein wesentlicher Auftrag einer Hochschule, der in vielen Fällen auch vernachlässigt wird. Zweitens, ich unterstütze mit MOOCs die akademische Lehre. Da geht es immer darum, Entlastung der Hörsäle, Entlastung der Präsenzveranstaltungen, von Massenlehrveranstaltungen, wie man sich das so einfach vorstellt, ohne didaktisches Konzept. Man filmt das ab, man stellt das online, das ist dann ein MOOC und damit ist die Sache erledigt. Ist es natürlich nicht. Ja. Aber diese Formate eignen sich durchaus in unterschiedlichen Settings, um Präsenzlehre zu ersetzen, wirklich zu ersetzen, nicht nur zu ergänzen. Dann, wurde heute auch schon angesprochen, sind MOOCs ein Marketinginstrument. Ich weiß nicht, warum das negativ behaftet sein soll. Ja, MOOCs sind ein Marketinginstrument für diejenigen, die sie machen. Alle Lehrenden, die das gern machen, stehen in einer Auslage und wenn sie gut darin sind, dann kommen sie nicht nur bei ihren Studierenden an, sondern auch bei der Presse, bei den Medien und wo auch immer. Wenn eine Hochschule gute MOOCs produziert, zeigt sie ihr Können und ihr Wissen in den Bereichen, das ihnen besonders wichtig ist. Damit sind MOOCs eine sehr wertvolle Marketingstrategie, die ich nicht unterschätzen würde und die ich jeder Universität, jeder Hochschule einfach auch empfehlen würde. Ja, und man kann MOOCs natürlich auch machen, um Geld damit zu verdienen. Das machen Hochschulen in der Regel nicht. Ja, das machen kommerzielle Bildungsanbieter, MOOC-Anbieter mit mehr oder weniger großem Erfolg. Hochschulen in der Regel machen das einfach deswegen nicht, weil es eben, ich sage das seit 2 Jahren, es hat mir bis jetzt noch niemand wirklich widersprechen können, es kein Geschäftsmodell dahinter gibt. Ja? Mit Ausnahme der Tatsache, dass ich von der öffentlichen Hand oder von Sponsoren Gelder bekomme. Ja? Aber ein Modell, das sich als Businessmodell eignet, sehe ich einfach nicht. Ja, und dann gibt es die große Frage zwischen kostenpflichtigen MOOCs, also auf kommerziellen Plattformen, dort, wo es dann auch in den Weiterbildungsbereich geht, so wie es Iversity heute ja auch dargestellt hat. Das kann ein Geschäftsmodell sein. Oder es geht in Richtung Open Educational Resources, also freie Bildungsressourcen. Aus meiner Sicht ist es einfach so, wenn Hochschulen mit MOOCs arbeiten wollen, dann kann es aus meiner Sicht, und das ist meine ganz dringende Empfehlung, nur in Richtung freier Bildungsressourcen gehen. Und die Argumentation dahinter ist auch eine ganz einfache. Auch wenn wir heute schon von Selbstausbeutung gehört haben, dem Wort und dem Umstand stimme ich voll inhaltlich zu. Trotzdem, die Arbeit, die an Hochschulen geleistet wird, wird zu einem Großteil aus öffentlichen Geldern, aus Steuergeldern finanziert, was bedeutet, dass das, was produziert wird, endlich aus dem Elfenbeinturm raus sollte, was mit MOOCs und anderen Online-Formen jetzt viel besser möglich ist, als das vor 10 Jahren noch der Fall war.
Wir haben uns angesehen, was sind denn nun wirklich auf europäischer Ebene, und wenn ich von Europa spreche, spreche ich von Kontinentaleuropa, also nicht von UK. Ja, die haben einfach ganz ein anderes Bildungssystem als Zentraleuropa, da ist es auch nicht ganz einheitlich, aber in etwa vergleichbar. Ja. Und wir haben uns angesehen, welche Herausforderungen existieren denn, wenn wir von MOOC-Strategien oder überhaupt von der Produktion von MOOC sprechen. Wir haben uns das von vier Perspektiven her angesehen, einerseits aus der Sicht der Lehrenden, andererseits aus der Sicht der Institutionen, also der Hochschulen, dann aus der Sicht der Studierenden und dann aus der Sicht derjenigen, die MOOCs grundsätzlich finanzieren. Das sind in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz grundsätzlich Ministerien, das ist die öffentliche Hand. Vieles von dem, was auf den Folien steht, wurde heute auch schon angesprochen. Ich möchte hier nur ein paar Sachen herausgreifen, lesen können Sie auch selbst. Was die Lehrenden angeht. Sie wissen, zumindest, und da spreche ich jetzt mal von Österreich, aber von vielen anderen Ländern auch, es gibt keine universitären oder Hochschulverträge mit Lehrenden, die inkludieren, dass online unterrichtet werden muss. Ganz im Gegenteil, in den meisten Fällen ist es so, dass Online-Lehre immer hart erkämpft werden muss, ja, weil die in vielen Fällen Präsenzzeiten gleichzusetzen sind mit Lehrzeiten. Ja, das ist in vielen Universitäten, Hochschulen einfach der Fall. Was bedeutet, man muss sehr häufig um Online-Lehre sogar kämpfen. Wie alle, die jemals einen MOOC gemacht haben, wissen, ist der sehr produktionsaufwendig, ressourcenaufwendig. Dieser Aufwand muss abgegolten werden. In vielen Fällen gibt es dafür nicht die entsprechenden Mittel. Oft ist es so, dass das von den Lehrenden zusätzlich erledigt werden muss. Die Reputation ist ein großes Thema, aus dem einfachen Grund heraus, weil dieser Mehrwert von vielen Kolleginnen und Kollegen nach wie vor nicht geteilt wird. Ja? Und damit die Aufgabenstellung eine sehr schwierige ist für viele, die das machen. Die Rechtssituation wurde auch schon angesprochen, ich sage nur Urheberrecht. Ja? Filmen Sie mal was, irgendeinen Foliensatz beispielsweise, den Sie als Unterstützung verwenden für irgendeinen MOOC. Ich behaupte mal, ich spreche für Österreich, 95% aller Foliensätze haben Urheberrechtsprobleme, wenn sie in der Lehre, in der Präsenzlehre angewandt werden. Ja? Also Sie können es nicht verwenden, Sie müssen es neu gestalten, das ist nochmal ein Zusatzaufwand. Und die didaktische Kompetenz ist mir besonders wichtig. Wir sehen immer wieder, dass viele Online-Lehre, Lehre mit Technologien und damit auch MOOCs nicht betreiben, weil ihnen die mediendidaktische Kompetenz dafür fehlt. Und ich weiß es aus vielen Hochschulen, zumindest im deutschsprachigen Raum, dass es keine entsprechenden Aus- und Weiterbildungen in dem Bereich gibt. Und da beißt sich aber die Katze wieder in den Schwanz, weil jedes Mal, wenn wir beispielsweise so etwas anbieten, wird es auch nicht nachgefragt. Ja? Das ist ein Teufelskreis, aus dem wir aber unbedingt heraus müssen. Seitens der Institutionen ist es so, dass die große Frage immer dasteht, bilde ich meine eigene Plattform, so wie die Eva Lübeck das gemacht hat, so wie wir das auch gemacht haben, nutze ich Fremdanbieter, so wie Iversity, nutze ich Lernmanagementsysteme, um meine MOOCs zu machen, was ja auch bis zu einem gewissen Grad zumindest möglich wäre. Eine schwere Entscheidung dahingehend, welche Systeme nutze ich, wie viel Geld investiere ich hier. Datenschutz, ja, also immer dann, wenn es darum geht, Studierende anzubinden, Sie kennen das, haben Sie die große Datenschutzproblematik. Wenn Sie den Kurs gleichzeitig für alle aufmachen, muss ich unterscheiden zwischen Studierenden meiner Universität und Studierenden oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die nicht bei mir in der Universität sind. Es gibt einen ganzen Haufen EDV-Probleme, die damit verbunden sind, die immer im Datenschutz begründet sind. Einbindung in die Curricula, zwei Sätze dazu, solange Online-Lehre nicht in einem Curriculum verankert ist, wird sie nicht stattfinden. Ja, das ist jetzt eine sehr harte Aussage. Sie wird schon da und dort als freies Wahlfach oder wie auch immer mal angeboten werden. Aber grundsätzlich brauchen Sie eine Verankerung in den Curricula, damit Sie mit MOOCs aktiv in ein Regelstudium oder ein Regelstudium damit anreichern können. Anders wird es nicht gehen. Und es geht um die kritische Masse. Gut, das trifft kleine Länder eher als große Länder wie Deutschland. Bei uns ist es einfach so, wenn ich einen MOOC mache zum Thema Sozialwissenschaften, muss ich alle österreichischen Universitäten an einen Tisch bringen, damit sich das überhaupt rentiert. Ja, sonst habe ich mal da 2000 Studierende, da 500 Studierende. Das funktioniert nicht. Gleichzeitig heißt es aber auch wieder zurück, Anbindung an die Curricula. Und
was dann wieder für die Studierenden gilt in dem Zusammenhang, nämlich Anrechenbarkeit. Ja? Und das ist das nächste große Problem bei MOOCs. Sie können aus Eigeninteresse, aus intrinsischer Motivation heraus jeden MOOC besuchen, Sie können Badges bekommen, Sie können Teilnahmebestätigungen bekommen, Sie bekommen in den seltensten Fällen ECTS-Punkte. Das ist aber das einzige wirkliche, und jeder, der unterrichtet, weiß das an einer Hochschule, was einen Studierenden, eine Studierende interessiert, ja? Nämlich der Schein und die ECTS-Punkte dazu. Das mag jetzt ein sehr pragmatisches Bild sein, das ich da vermittle. Ich wünsche mir auch Studierende, mit denen ich diskutieren kann. Ich habe die auch, aber grundsätzlich wollen die durch ihr Studium. Und wenn sie das online, wann immer, wo immer und wie immer, Humboldtsches Prinzip, also jetzt, ne? Sie lernen können, dann ist das schön, aber nur dann, wenn Sie auch ein Zeugnis dafür bekommen. Gut, Selbstüberprüfung ist eigentlich klar, wurde auch schon angesprochen. Ein Satz zur Qualitätskontrolle möchte ich noch sagen, weil ich dann nochmal ganz kurz zum Schluss zum Thema OER kommen möchte. Viele sagen immer, Open Educational Resources sind deswegen nicht so gut, weil sie keiner Qualitätskontrolle unterliegen. Meine Gegenfrage ist immer die, wie viele Hochschullehrende besuchen ihre Kolleginnen und Kollegen im Hörsaal? Wie gut ist die Qualitätskontrolle, wenn Sie eine Präsenzlehrveranstaltung oder eine Vorlesung halten? Im Netz, meiner Meinung nach, ist die Qualitätskontrolle viel größer. Wie ich meinen ersten MOOC gemacht habe, habe ich mir, glaube ich, 5-mal länger überlegt, was ich da sage und wie ich das präsentiere, als im Hörsaal. Weil ich einfach mit 1.000, 2.000, das sind die Größenordnungen bei uns, Rückmeldungen zu rechnen hatte, wenn etwas nicht stimmt. Also meiner Meinung nach ist das Feedback beim Online-Kurs, bei einem MOOC und die Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung damit viel besser als bei jeder Präsenzlehrveranstaltung mit 500 Studierenden. Gut, aus Zeitgründen noch ganz kurz zu den Ministerien. Gut, also in Zentraleuropa oder in Kontinentaleuropa haben sie eben einfach das Problem der Studiengebühren oder der Nichtstudiengebühren, ja, was einfach bedeutet, dass sie keine zusätzlichen Mittel oder nur sehr geringe zusätzliche Mittel erwirtschaften können, die sie dann auch wieder entsprechend für zum Beispiel die Produktion von MOOCs einsetzen können. Vielfach gibt es keine Sponsoring-Kultur, was einfach bedeutet, dass sie nicht die Möglichkeit haben, über Unternehmen oder kaum die Möglichkeit haben, über Unternehmen oder Verbände oder Ähnliches dann derartige Gelder einzuwerben, die dann auch notwendig sind, um wirklich einen MOOC zu produzieren. Deswegen nochmal die Steuergelder als Haupteinnahmequelle. Ich habe mal nachgeschaut bei Open Education Europe. Es gibt momentan offensichtlich 829 OER-MOOCs in Europa. Die verteilen sich ungleichmäßig, wie man vielleicht auf der Folie sieht. Die meisten gibt es in Spanien und in Frankreich. Entschuldigung, die allermeisten gibt es in der UK. Deutschland liegt ganz gut, wobei ich nicht ganz genau weiß, wie sich diese Zahl zusammensetzt. Ich denke mal, das sind alle die dort gemeldet sind. Ja? Also diese Zahl ist halt auch nicht 100% vertrauenswürdig. Gut, die letzten 2 bis 3 Minuten möchte ich jetzt darauf verwenden, Ihnen ganz kurz das vorzustellen, was wir auch gemacht haben und die Strategie dahinter. Wir haben zusammen, also die Uni Graz hat zusammen mit der Technischen Universität Graz eine MOOC-Plattform entwickelt. Das war die erste und ist bis jetzt die einzige MOOC-Plattform in Österreich, also sowohl am Hochschulsektor als auch im kommerziellen Bereich, wobei wir nicht im kommerziellen Bereich sind. Es gibt halt einfach keine bei uns. Wir haben 100% auf OER gesetzt. Das heißt, alle Materialien, die es bei uns gibt, stehen unter CC-Lizenzen. Wir haben versucht, eine Klammer zu schaffen, indem wir unsere Kurse zu einem Großteil gleichzeitig unseren Studierenden, den Studierenden unserer beider Universitäten, die wir gegenseitig, wo sie sich gegenseitig akkreditieren können, unter breiten Öffentlichkeit anzubieten, was dazu geführt hat, dass wir Kurse hatten, die rein online waren, reine Online-Lehre, wo wir die Studierenden das erste Mal gesehen haben bei der elektronischen Prüfung im Hörsaal, wo wir bei einem freien Wahlfach mit 2 ECTS-Punkten mittlerweile um die 2.000 Leute durch die Prüfungen geschleust haben. Also das wird wirklich nachgefragt. Und die Studierenden kommen auch zu uns und bitten um mehr. Und wir schaffen das auch, genau diese Schere zuzumachen, nämlich zu sagen, teilweise für die
Studierenden, teilweise aber auch für die breite Öffentlichkeit, indem wir einfach Zusatzmaterial anbieten, um dann auch die ECTS-Punkte zu rechtfertigen. Ja? Und wir arbeiten immer mit unterschiedlichen Experten. Der Name Ring oder der Begriff Ringverlesung ist schon mal gefallen. Ja, das ist auch so bei uns. Wir versuchen mit vielen Experten die Last auf viele Schultern zu verteilen und damit eben auch gute MOOCs zu produzieren, die inhaltlich wertvoll sind, aber auch eine breite Öffentlichkeit interessieren. So, die Folie überspringe ich fast bis auf den letzten Punkt, weil nochmal lesen können Sie selbst. Ja, da unten steht 25.000 Euro pro MOOC. Da sagen immer alle Nein. Ja. Naja, Österreich ist ein kleines Land mit kleinen Budgets und so. Nein, also wir haben das durchkalkuliert, auch mit einer Diplomarbeit hinterlegt. Bei uns kostet ein MOOC in Summe 25.000 Euro. Ja. Die Qualität dieses MOOCs besteht aber auch darin, dass Sie zwei Videos haben, a 10 Minuten für 8 Module. Ja? Und dazu gibt es dann Zusatzmaterial und so weiter und so fort. Ja, Andreas? Ein MOOC kostet so viel, wie du Geld hast. Genau, deswegen kostet er bei uns 25.000 Euro. Ja, und abschließend zur Strategie. Uns ist es wichtig, dass wir uns vernetzen und dass wir den Gedanken von Open Educational Resources so breit wie möglich streuen. Wir haben ungefähr 6.000 User mittlerweile auf unserer Plattform, das ist für österreichische Verhältnisse gar nicht mal so schlecht, die auch sehr aktiv in den Kursen drinnen sind, aber wir möchten gerne mehr haben und wir möchten gerne, dass sich auch mehrere Menschen anschauen, was wir so machen, und deswegen ist es uns sehr gelegen gekommen, dass die FH Lübeck mit On Campus auf uns zugekommen ist und wir gemeinsam beschlossen haben, einen MOOC Hub zu entwickeln und zu gründen, was einfach bedeutet, dass wir gegenseitig unsere Kurse bewerben, gegenseitig die Kurse auf den Plattformen haben, allerdings jeweils auf der eigenen Plattform, das heißt, es ist eine Verlinkung auf die jeweilige Plattform, aber trotzdem ist es ein erster wichtiger Schritt, um genau das zu erreichen, nämlich möglichst breit, möglichst öffentlichkeitsintensiv zu arbeiten und die Kurse so gut wie möglich, möglichst vielen Menschen anzubieten. Es sind alle herzlich eingeladen, die MOOCs auf OER-Basis erstellen, diesem MOOC-Hub beizutreten, kostet nichts. Ja? Und ich denke, sowohl On Campus als auch wir stehen gerne zur Verfügung, wenn Sie Interesse daran haben, mit uns über eine Kooperation zu sprechen oder wenn Sie sonst Fragen zu OER und MOOC als Strategie haben. Vielen Dank.